Eine Unternehmerin ist auf mich zugekommen und wollte von mir wissen, ob der Vertrag der HDI Privatrente sich für ihre Altersvorsorge eignet. Sie hat den Vertrag bereits am 01.05.2023 abgeschlossen, hat seitdem aber auch gehört, dass Lebensversicherungen als Altersvorsorge heutzutage nicht mehr zeitgemäß sind. Und wir nehmen dich mit auf die Vertragsprüfung der HDI Clever Invest Privatrente und wir zeigen dir, worauf du achten musst und was es für Angebote oder für Verträge alles für Fallstricke gibt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dominik Schwiese und ich bin Honorar-Anlageberater. Wir unterstützen Unternehmer und Selbstständige bei ihrer Altersvorsorge, denn wir wissen, dass das Thema Altersvorsorge super komplex geworden ist und die wenigsten blicken hier komplett durch und wissen gar nicht, was wirklich Sinn ergibt und was überhaupt nicht. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass das Thema Altersvorsorge immer präsenter wird und die Menschen sich extrem viele Gedanken darüber machen, damit sie später im Alter auch wirklich mit dem Finanziellen klarkommen. Und damit ihr auch Transparenz bei der HDI bekommt, machen wir direkt weiter. Wir starten hier mit dem Kurzvorschlag. Wir sehen hier, die Laufzeit beträgt 26 Jahre bis zum 67. Lebensjahr. Die Sparrate beträgt 550 Euro und soll sich jedes Jahr um 5% erhöhen. Und wenn wir dann die Sparrate inklusive der Dynamik mal über die Laufzeit hochrechnen, dann kommen wir auf eine Beitragssumme in Höhe von 337.348,79 Euro. Die Geldanlage erfolgt in 6 verschiedene Fonds, die uns auch hier mit einem Portfolio ausgewiesen werden. Und auf der nächsten Seite finden wir Hochrechnungen, finden wir eine Tabelle mit Hochrechnungen von 2, 4 und auch 6%. Aber welche Hochrechnungen sind denn für dich überhaupt die richtigen und wie kannst du als Laie das Ganze überhaupt einschätzen? Das Ganze klären wir jetzt auch im weiteren Video. Grundsätzlich kommt es immer auf deine Rendite drauf an und wir berufen uns hier immer auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung und im ersten Schritt schauen wir uns an, wie hoch ist denn überhaupt die Aktienquote, also sprich der Geldanlagemotor, also die Fonds. Und bei einer 100%igen Aktienquote haben wir ein Renditepotenzial von 9% pro Jahr. Und davon ziehen wir dann die Kosten des Fonds sowie die Kosten der Versicherung ab und dann kommen wir auf deine Kundenrendite. Wir sehen hier, dass wir ein Portfolio mit 6 verschiedenen Fonds haben. Das ist zum einen der Aktienfonds Brown Advisory, der Comquest Growth Europe und der DWS Concept Plato, jeweils mit 10% des gesamten Fondsvermögens. Dann sehen wir mit 20% den Anleihefonds von Dimensional, mit 20 weiteren Prozent den Dimensional Global Core und wir sehen als letzten Anleihefonds den Flossbach von Storch mit knapp 30%. Wenn wir das Ganze zusammenzählen, haben wir eine Aktienquote von 50% und das Renditepotenzial für die Zukunft liegt bei diesen Fonds nach wissenschaftlichen Faktoren bei 5% pro Jahr aus den letzten Jahrzehnten. Und mit dieser Rendite rechnen wir auch in der Zukunft weiter, weil die Wissenschaft nicht davon ausgeht, dass sich hieran etwas ändert. Die Kosten des Fonddepots, die liegen im Schnitt bei 0,63% pro Jahr, was natürlich super ist. Je niedriger, je besser und umso mehr Rendite bleibt auch für dich als Kunde übrig. Leider sind die TER, also die Fondskosten, aber nicht alle Kosten, denn es gibt zusätzlich noch Kosten für den Kauf und für den Verkauf von Wertpapieren und das Ganze nennt man dann Transaktionskosten. Diese betragen zusätzlich bei diesen 6 verschiedenen Fonds 0,3% pro Jahr und diese Zahl, die können wir in den Produktinformationsblättern der einzelnen Fonds entnehmen. Eine weitere Sache, und das ist auch eine extrem wichtige wissenschaftliche Erkenntnis, die in vielen Untersuchungen gezeigt worden ist, dass aktives Fondsmanagement immer einen Renditeverlust hat. Wenn ein Mensch einen Fonds steuert oder leitet, kann es einfach zu Fehlern kommen. Das ist absolut menschlich und das ist auch für dich als Kunde normal, aber du musst es halt einfach ausbaden. Und ein Fehler könnte zum Beispiel sein, eine falsche Aktie zum falschen Zeitpunkt zu kaufen. Und diesen Fehler, den rechnen wir mit einer Quote von 0,5% bei diesem Fondsportfolio mit ein. Und es ergibt dann Fondskosten bei diesem Portfolio von 1,43% pro Jahr. Kommen wir als nächstes mal auf die Ebene der Versicherung zu sprechen, denn leider wird nicht ein voller Sparbetrag in die Fonds investiert, sondern die Versicherung, die nimmt vorher noch ihre eigenen Kosten runter. Du kannst dir das Ganze grob vorstellen, dass jemand deine Sparrate kürzt und das zeigen wir dir auch als nächstes. Und um das Ganze zu symbolisieren, finde ich diese Grafik, die wir dir einblenden, sehr, sehr hilfreich. Wir haben hier einen 100-Euro-Schein, der vom Anbieter teilweise etwas abgeschnitten wird. Und die Informationen hierzu, die finden wir oder die findest du auch in deinem Produktinformationsblatt von der Versicherung. Hier sehen wir noch einmal die einzelnen Hochrechnungen. Wir sehen hier auch die Stammdaten aus dem Anfang von dem Video. Das ist zum einen die Laufzeit, das ist die Sparrate mit der Dynamik. Das heißt aber auch, dass die eingezahlten Beiträge ohne Dynamik 171.600 Euro betragen. Und diese Zahl, die müssen wir uns merken, denn die ist wichtig gleich für die Berechnung der einzelnen Kostenpositionen. Wir haben hier den Rentenfaktor von 21,75 Euro. Auf diese kleine, aber doch super wichtige Zahl gehen wir dann auch später im Fazit nochmal etwas genauer ein. Und in der Mitte von unserem Produktinformationsblatt finden wir auch die Effektivkosten ausgewiesen mit 1,73%. Los geht es aber mit den Abschluss- und mit den Vertriebskosten. Diese betragen bei diesem Produkt 4.290 Euro und das sind 2,5% deiner eingezahlten Beiträge. In der Finanzbranche nennt man diese Kosten auch die Alpha-Kosten und diese bezahlst du in der Regel immer über die ersten 60 Monate nach Vertragsabschluss.
Doof ist es für dich nur, wenn du den Vertrag nach 6 oder nach 7 Jahren einfach kündigst oder auflösen möchtest. Du hast aber die Abschlusskosten für die volle Vertragslaufzeit über die ersten 60 Monate bezahlt und dadurch ist dein Vertrag natürlich auch extrem im Minus, gerade am Anfang der Laufzeit. Die nächsten Kosten sind die Verwaltungskosten. Wir sehen hier im ersten Jahr Kosten in Höhe von 607,80 Euro und das sind bei deiner monatlichen Sparrate von 550 Euro immerhin jeden Monat 50,66 Euro, die nicht in deine Geldanlage einbezahlt werden. Und bei 26 Jahren sind das gesamte Kosten in Höhe von 15.806,36 Euro ohne die Dynamik, die nicht in deine Geldanlage angelegt wird. Im Fachjargon nennt man diese Kosten auch die Beta-Kosten eines Vertrages. Dann haben wir die nächste Kostenart, die hat jetzt aber auch eine andere Bezugsbasis, nämlich geht es jetzt hier um das Geld, welches bereits in die Fonds angelegt ist. Und hier wird eine Kostenquote von 0,13% angezeigt und dieser Betrag, der steigt von Jahr zu Jahr, weil ja auch das verwaltete Vermögen jedes Jahr immer mehr ist. Auch hier gibt es einen Namen, im Fachjargon nennt sich das Ganze Gamma-Kosten und diese lassen sich leider nicht mehr so einfach mit einer Excel oder auch mit einem Taschenrechner ausrechnen. Dazu nutzen wir schon unsere finanzmathematische Analyse. Fassen wir aber nochmal alle Parameter zusammen. Wir haben hier eine Interessentin, die ist 41 Jahre alt. Wir haben eine Sparzeit von 26 Jahren bis zum 67. Lebensjahr und der individuelle Steuersatz beträgt aktuell ca. 35%. Als nächstes gehen wir einmal auf die Produktebene und hier ergeben sich folgende Zahlen. Wir haben die HDI Clever Invest Privatrente, wir haben den Sparbeitrag von 6.600 Euro pro Jahr, welcher monatlich bezahlt wird mit einer Dynamik von 5%. Wir haben ein Renditepotenzial von 5% für dieses Portfolio ausgemacht. Wir haben später das Halbeinkünfteverfahren mit einer steuerlichen Teilfreistellung von 15%. Wir haben die Alpha-Kosten mit 2,5%, welche über die ersten 60 Monate bezahlt werden. Wir haben die TER mit 0,63%. Wir haben renditemindernde Faktoren von 0,8% ausgemacht. Wir haben die Gamma-Kosten mit 0,13% und die Beta-Kosten mit 9,21%. Und wenn dir das Ganze jetzt etwas zu schnell ging und du auch gerne wissen möchtest, wie das Ganze bei deinem Vertrag heißt, dann geh doch gerne mal auf unsere Homepage www.dominikschwiese.de, buch dir gerne mal ein kostenfreies Erstgespräch und hier kann ich dir dann auch gerne nochmal die Daten genauer erläutern und erklären, wie ich darauf gekommen bin. So, und dann rechnen wir die Zahlen, die wir gerade erarbeitet haben, auch einmal hoch und dann sehen wir hier die eingezahlten Beiträge in Höhe von 337.349 Euro. Die 5% Rendite sind 198.250. Wir haben Kosten in Höhe von fast 96.000 Euro. Wir haben Steuern, die wir zum Ende der Laufzeit bezahlen, von 16.046 Euro, sodass wir einen Auszahlungsbetrag haben von 423.554 Euro. Von den 5% Rendite kommen bei der Kundin gerade mal 2,43% entsprechend an. Als nächstes kommen wir aber auch nochmal auf die Seite des Anbieters zu. Wir haben hier einen Rentenfaktor von 21,75 Euro je 10.000 Euro Kapital im Produktinformationsblatt gefunden. Und das heißt, dass unsere Interessentin bei einem Guthaben von 423.554 Euro eine Rente von 921,23 Euro pro Monat ausbezahlt bekommt. Das heißt aber auch, dass unsere Interessentin diese Rente 960 Monate bekommen muss, nur um auf das Endkapital von 423.554 Euro zu kommen. Und das sind immerhin 38 Jahre. Das heißt, erst wenn die Dame 105 Lebensjahre alt wird, dann gewinnt sie das Spiel gegen die Versicherung. Die Versicherung hat in ihrem Angebot ja auch eine Wertentwicklung von 6% ausgewiesen und kommt hier auf ein Kapital von 344.933 Euro ausgewiesen, sowie eben eine Rente von 1.444,84 Euro. Davon sind wir aber bei den Zahlen, die wir hier gezeigt haben, ein riesengroßes Stück entfernt und wir haben sogar viel mehr Kapital als der Anbieter ausgewiesen, aber trotzdem eine niedrigere monatliche Rente. Und in diesen Zahlen ist die Dynamik noch nicht mal berücksichtigt. Was mir aber auch auffällt, bei dieser extrem langen Laufzeit ist doch die sehr niedrige Aktienquote mit nur 50%. Bei dieser Laufzeit von 26 Jahren darf diese gerne bei 100% liegen und damit erhöht sich auch zwangsläufig das Renditepotenzial von 5 auf 9% pro Jahr. Das wäre hier sehr gut gewesen, damit die Dame vom Zinseszins deutlich mehr partizipieren kann. Die Kosten des Vertrages belaufen sich auf knapp 96.000 Euro und von den 5% kommen gerade mal 2,43% bei der Kundin an. Das sind extrem heftige Zahlen. Und deswegen bitte achte auf die Kosten, das ist deine Rendite für den Zinseszinseffekt. Wir haben zwar die finanzmathematischen Zahlen benutzt, die in der Vergangenheit gegolten hatten und William Sharpe hat auch den Nobelpreis dafür 1990 bekommen und er hat gesagt, das Einzige, was mit einer Zuverlässigkeit vorhergesagt werden kann, welcher Investmentfonds in der Zukunft am besten abschneiden wird, sind ihre laufenden Kosten. Und wenn du Fragen zu diesem Vertrag hast oder zu deinem Vertrag hast, dann melde dich doch gerne bei uns. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik.